Wenn ihr gerade Ferien in Deutschland macht, könnt ihr euch auf ein paar richtig schöne sonnige Hochsommertage freuen. Das wird also zur Wochenmitte und dann auch bis ins Wochenende rein recht freundlich. Allerdings am Wochenende wird es dann wieder deutlich wechselhafter. Da müssen wir wieder mit Regengüssen und teilweise auch schweren Gewittern rechnen. Jetzt haben wir erstmal dieses Hochdruckgebiet. Wir sehen es hier an dieser relativ schwachen Luftströmung über weiten Teilen Mitteleuropas. Und dann kommt zum Wochenende wieder eine schwülwarme Südwestströmung in Gang vor dem nächsten Tief. Und dieses Tief wird dann wohl im Laufe des Wochenendes auch wieder für kräftige Gewitter sorgen. Wir sind ja in diesen Tagen immer wieder an der Grenze zwischen der sommerlich heißen Luft im Süden Europas, wo wir weit über 30, teilweise an die 40 Grad haben, und der deutlich kühleren, teilweise herbstlichen Luft im Nordwesten Europas. Und da kommt immer wieder mal ein Schub dieser warmen Luft nach Deutschland voran und dann drückt eben wieder die kühlere Luft dagegen. Und dieses Wechselspiel haben wir ja schon in den letzten Wochen gehabt. Das setzt sich weiter fort. Aber jetzt erstmal eine längere Phase Hochdruckeinfluss, zumindest mal so 3 Tage. Am Mittwoch gibt es in weiten Teilen Deutschlands schon bis zu 10, 11 Stunden Sonne, etwas weniger an den Alpen und auch generell im Norden Richtung Küsten. Da sind noch eher Schauerwolken unterwegs. Am Donnerstag setzt sich dann auch hier häufiger die Sonne durch, immerhin bis zu 7, 8 Stunden. Es gibt einige Wolkenfelder, die im Laufe des Donnerstags von Westen heranziehen. Die bleiben allerdings harmlos. Und es wird allgemein auch wieder wärmer, teilweise sommerlich heiß, 30, 31 Grad. Im Nordwesten sind es auch dann schon wieder oft um die 25 Grad. Freitag legen wir dann noch ein Brikett drauf, mit Spitzentemperaturen verbreitet über der 30 Grad Marke, im Südwesten bis zu 33 Grad heiß. Und dazu brennt die Sonne ordentlich vom Himmel. Also auf jeden Fall Sonnencreme mit einpacken. Auch im Norden viel Sonne und nur lockere Wolken. Und auch der Samstag nochmal schwül und drückend heiß bei bis zu rund 32 Grad. Von Westen gibt es dann bald wohl die ersten kräftigen Gewitter. Die breiten sich am Sonntag nach Osten aus, können unwetterartig sein. Und danach wird es wieder ein paar Grad kühler.